Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal Asterix und Obelix Heroes. Ist vor ein paar Tagen erschienen, ich glaube so ziemlich für alle Konsolen und PC und so weiter. Ich werde es in die Videobeschreibung reindonnern, für welche Plattform das Spiel erschienen ist. Ist wohl ein rundenbasiertes Rollenspiel oder rundenbasiertes taktisches Gameplay halt eben mit so Card-Deck-Building-Geschichten, also wo man irgendwie die Karten sind, deine Attacken, die man dann da auswählt oder irgendwelche Buffs und so ein Kram. Das Ganze findet so auf einem Spielfeld statt, man muss gewisse Stationen abgehen, man hat gewisse Level, es ist auch noch eine Hintergrundstory, also es ist praktisch ein typisches taktisches Rollenspiel mit der Asterix und Obelix Lizenz, also schon irgendwie interessant, stößt jetzt nicht irgendwie ab und macht sogar irgendwie ein bisschen Sinn mit den unterschiedlichen Charakteren, dass die noch unterschiedliche coole Fähigkeiten haben. Und was natürlich irgendwie ganz geil ist, dass man, ich glaube, 24 verschiedene Charaktere freispielen kann und so weiter und so fort. Also könnte ganz interessant sein und habe ich mir gedacht, können wir auf jeden Fall mal reinschauen. Werde ich so als Let's Play ein bisschen durchziehen, mal gucken, wie weit es geht. Und ich würde sagen, wir starten mal. Erwartet nicht, dass ich die Story von Asterix und Obelix noch irgendwie so drauf habe. Das ist bei mir gute 20, 30 Jahre her, wo ich das letzte Mal irgendwas von Asterix und Obelix konsumiert habe. Gallisches Dorf. Halten die Römer irgendwie, oder die Römer wollen halt da das gallische Dorf dann noch erobern als letzte Bastion praktisch. Und Asterix und Obelix und seine Gallier wehren sich halt. Viel mehr weiß ich da auch nicht. Die Römer, Cäsar und so weiter wollen da halt Gallien platt machen. Ich glaube, genau auf dieser Grundstory praktisch bauen dann verschiedenste Stories immer wieder auf, wo die irgendein Artefakt bergen müssen oder irgendeinen Händler irgendwo hinbringen müssen oder ihr Dorf vor einer Invasion schützen müssen oder was auch immer. Und das Ganze machen sie natürlich irgendwie mit einem Zaubertrank, den sie irgendwie haben. Obelix ist da reingefallen, ist der Superdude sozusagen, und die anderen brauchen halt immer diesen Zaubertrank, und da geht es dann auch immer drum, dass sie Miraculix, heißt der so, diesen Kräuterdoktor praktisch dann immer wieder entführen und so ein Kram, und dann müssen die den zurückholen, um ihr Dorf zu verteidigen, weil der halt den Trank braut. Bla bla labarababa, viel mehr weiß ich nicht mehr, und Idefix, ein Hund, der noch rumbrettert und auch ganz witzig ist. Ich würde sagen, wir starten mal das Game. Ja, bist du sicher? Ja, ich bin nicht mehr sicher, weil ich eben nur mal kurz reingezockt habe, um Grundsätzliches zu verstehen, beziehungsweise vor allem wegen Soundcheck. Der Sound ist am Anfang ein bisschen sehr effektlastig, das habe ich ein bisschen runtergedreht. Also die Effekte sind super laut, die Musik ist super leise, die hört man überhaupt gar nicht. Ja, und die habe ich jetzt ein bisschen hochgedreht, die ist selbst immer noch, relativ leise, aber egal, jetzt machen wir es so. Und jetzt wird hier, glaube ich, sogar die Geschichte nochmal so erzählt, hier Gallien und so weiter. Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus, Gallien ist von den Römern besetzt, ganz Gallien, nein, ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten, und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarum und, keine Ahnung, irgendwo liegen, alles klar. Aber Julius Cäsar, der gefürchtete Feldherr und Imperator von Rom, schmiedet unentwegt Pläne, die unbeugsamen Gallier ein für alle Mal zu unterwerfen. Ein verschlafener Morgen im schönen Are Morica. Noch herrscht Ruhe im Dorf unserer Helden. Einige wenige Frühaufsteher genießen die ersten Sonnenstrahlen und blättern durch die gallische Review. Okay, ist eine schöne Zeitung oder was? Neugierig, was die Horoskope des Druiden Apolloix, für sie bereithalten. Doch die morgendliche Idylle ist nicht von Dauer, als plötzlich Asterix auftaucht beim Teutates. Die Römer haben die Tore durchbrochen, sie fallen ins Dorf ein. Oh oh. So früh, die spinnen die Römer. Genau, das ist auch so ein typischer Spruch. Ich hab doch gerade erst mein zweites Frühstücksschwein verdrückt. Und Miraculix ist nicht da, um für das ganze Dorf den Zaubertrank zu brauen. Ah, da hätte ich mir die ganze Story eben sparen können. Sieht so aus, als müssten wir uns allein um die Römer kümmern. Wuff, da ist auch noch der Hund. Und mein kleiner Idefix natürlich.
Madame Automatix. Asterix Obelix, ich werde euch zur Hand gehen. Mein Automatix... Was? Hat mir eine neue Pfanne geschmiedet, die darauf wartet, eingeweiht zu werden. Bist du dir sicher, Madame Automatix? Das könnte gefährlich werden. Papalapap, in meinem Horoskop stand, dass ich der Gefahr ins Gesicht lachen muss. Das ist gut gegen Stress. Nur, dann mach mal. Na gut, wenn du darauf bestehst, auf geht's, erteilen wir diesen Römern eine Lektion. Uiuiui, Römer prügeln am Morgen vertreibt Kummern und Sorgen. Wähle einen der Römer, navigiere mit linkem Stick über die Wege und bestätige deine Wahl mit A. Wähle einen Weg weise, denn Asterix kann nicht zurück. Ah. Okay, zoome mit LB und RB und bewege die Karte. Okay, also muss man sich auch so einen Plan machen. Wo will ich irgendwie hinlaufen? Das ist ja mal interessant. Okay. Ja, damit kann ich jetzt relativ wenig anfangen mit der Info. Also ich weiß ja noch gar nicht, was ist irgendwie wichtig und was ist nicht wichtig. Ist das Feuer hier wichtig? Ist das ein Händler? Ah ne, das ist ein Lagerfeuer wahrscheinlich hier unten das. Gewinne Sternkämpfe. Neuen Mal. Jo, können wir machen. Wahrscheinlich kann ich sogar irgendwie im Kreis laufen, kann das sein? Da unten ist eine Schatztruhe, aber da müsste ich ja dann zurück. Und da ist eine Waffe irgendwie abgebildet, hier unten. Dann gibt es noch Pfeil nach oben, da sehe ich meine Helden. Wie zufrieden die sind und so ein Kram. Stärke, was weiß ich was, keine Ahnung. Kann ich jetzt nichts damit anfangen. Da haben wir noch einen Rucksack. Jo. Und wir haben unser Kartendeck, das wir irgendwie aufbauen müssen. Auf X. Ein Unterstützerdeck. Kämpferdeck, Unterstützerdeck. Okay, alles klar. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich dann die Karten austauschen. Ich würde sagen, wir starten einfach mal so blind rein. Das wird schon irgendwie laufen. Ah, da oben sehen wir unseren Helden und müssen irgendwo hinbrettern. Ich sag jetzt einfach mal, wir laufen unten rum, oder? Machen wir es so. Kann ich direkt hier drauf drücken? Geht der dann so weit? Jo. Was bringt mir jetzt der Stern da? Achso, ne, der Stern ist über dem Soldaten hier. Okay, alles klar. Auf zum Soldaten. Da haben wir unseren ersten Kampf. Deine Helden führen ihre Aktionen mit Hilfe von Karten aus. Sie können angreifen, verteidigen, heilen und viele andere Dinge. Wechsle zwischen deinen Karten LB und RB, wähle eine Karte zum Ausspielen mit A und suche danach einen Gegner aus. Wähle mit LB, RB einen Gegner aus. Bestätige deine Wahl mit A, alles klar. Einige Karten wirken sich auf deine Helden aus. Wähle für diese Karten mit LB, RB und A einen der Helden als Ziel. Karten zu spielen kostet Energie. Wenn die Energie deines Helden aufgebraucht ist oder nicht mehr ausreicht, musst du deinen Zug beenden. Alles klar, klärchen. Was ist jetzt los? Ne, wir wollen... Jetzt muss ich ein Deck auswählen, oder was? So, wir haben hier links das Deck, oder was soll das sein? Ziehstapel, Kämpferdeck, Ablage. Ja, ne, wollte ich gar nicht. Wie kommt der da drauf? Ach so, weil ich... Ach, ja gut, alles klar. Weil ich hier die Pfeiltaste jetzt nach rechts gedrückt habe und nicht den Control, die... Ja gut, jetzt macht's Sinn. Also hier, mit dem Joystick kann ich die Karten durchwählen und mit dem Steuerkreuz rechts und links kann ich halt die verschiedenen Decks da irgendwie durchklicken. Gut, dann sehe ich da, was da drin ist und was weiß ich. Keine Ahnung, kann ich ja noch nichts damit anfangen. Wir haben hier einmal einen Roundhouse-Kick, der kostet direkt 3 Energie. Wir sind mit Asterix dran, oben links sehen wir Asterix mentale Verfassung oder sowas, keine Ahnung. Neutral 60 bis 119. Keine Ahnung. Gut. Sind also verschiedene Sachen da am Start. Der hat super viele Damage-Dinge jetzt hier schon gezogen. Die hatte ich jetzt eben im Test nicht. Gut, machen wir Roundhouse-Kick hier ab in die Fratze. Und da hat er seine 3 Energie verbraucht. Und wir können den Zug beenden, würde ich sagen. Ne? Statuseffekte werden unter dem betroffenen Charakter angezeigt. Mehr Details zu jedem Effekt findest du unter dem Pause-Menü. Alles klar, wo denn? Helden, Gegner. Statuseffekte. Der Charakter erleidet 25% weniger Schaden. Okay. Warum? Weil er verliebt ist, oder was? Keine Ahnung. So, ich check noch gar nichts, aber das ist ja mal egal. Wir knüppeln einfach rein. Wir machen jetzt mal verletzlich hier. Obelix kloppt da einmal rein. Macht den ganzen Dude da irgendwie verletzlich. Wir gehen jetzt nochmal drauf. Start, gehen auf den Gegner. Sehen hier die Statuseffekte Y.
Und jetzt erleidet er 25% mehr Schaden. Okay, also wiegt sich das auf. Wir haben dafür gesorgt, dass er ganz normal hier angreifbar ist. So. Keine Sorge, erhalte 3 Rüstung, ziehe eine Karte. Erschöpfen. Jo, mach mal. Was ist erschöpfen? Wenn eine Karte erschöpft wird, wird sie aus dem Kampf entfernt und kann nicht mehr verwendet werden. Ach so, okay. Jo, also einfach eine Bonuskarte. Eigentlich eine gute Karte, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Und ich kann die anwenden auf nur Obelix, oder was? Gut, jetzt ist er da irgendwie krass drauf. Hat noch ein bisschen Rüstung. Alles klärchen. So, jetzt ist dran Idefix. Der kann auch da mal reinkloppen. Kann er machen. Ich denke mal, am Anfang ist das alles sehr, sehr easy. Und wir können noch Rüstung verteilen auf einen der Helden. Man muss nicht RB und LB drücken. Oben sieht man auch noch eine Zeitleiste, wer wann dran ist. Also machen wir hier die Rüstung. Jo, ich gebe jetzt jedem mal Rüstung. Das kann ja nicht schaden, sage ich mal. Dein Unterstützer ist an der Reihe. Unterstützer haben ein anderes Deck als deine Kämpfer. Sie haben spezielle Karten, die die Kämpfer nicht benutzen können. Dein Unterstützer kann keinen Schaden bekommen. Im Gegenzug kannst du den gegnerischen Unterstützern keinen Schaden zufügen. Oh, das ist wichtig. Also einen krassen Unterstützer dabei zu haben. Miraculix, der die Zaubertränke mir mischt oder sowas. Behalte die Motivation deiner Helden im Auge. Eine hohe Motivation stärkt deine Helden, wohingegen eine niedrige Motivation deine Helden schwächt. Ist die Motivation zu niedrig? Was? Verlassen sie sogar das Team? Jetzt geht's ja richtig ab. Es gibt Karten, die die Motivation steigern können. Zusätzlich kannst du an Lagern feuern, Motivation zurückgewinnen und erhöhen. Insgesamt kannst du die Motivation deiner Helden auf 150 steigern. Ach so, und der Balken, jetzt sehe ich das erst. Ich dachte, der wäre komplett gefüllt, aber das Rot-Orangene, das ist das Gefüllte. Und oben das Blaue ist leer, ne? So ist das zu verstehen. Heile 6 HP, na gut, verteile 10 Rüstung an ein Teammitglied, jo, hier. Hat er jetzt 7 Rüstung plus nochmal 10, oder was? Ja, genau. Und dann kann er nochmal hier, geben wir noch Obelix ein bisschen Rüstung, weil gleich ist ja der andere Dude da dran. Und jetzt kann der da zuschlagen, oder was? Was ist jetzt passiert? Ist geblockt irgendwas. Was war da jetzt los? Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Hat er jetzt angegriffen oder was? Habe ich durch Zug beenden? Habe ich das gerade gar nicht mitbekommen oder was? Ich mache mal Zug beenden. Ah, jetzt hier Gegner am Zug. Aber es stand doch irgendwie, bei mir stand doch irgendwas von geblockt oder sowas. Ach, nee. Ach, jetzt sehe ich das erst. Das geht dann irgendwann weg oder was? Und der ist jetzt gleich wieder dran oder was? Ich verstehe es jetzt gerade gar nicht. Oben in der Leiste. Nee, Obelix war jetzt dran. Achso, jetzt check ich, Moment mal, Obelix. Achso, dann ist Idefix dran oder was? Ich mach mal Zug beenden, einfach nur um das zu checken. Genau, Idefix ist dran. Ah, okay, alles klar. Gut. Und weil die Rüstung nicht lang genug hielt, ist die weggegangen oder sowas. Alles klar, so irgendwie war es wohl. Sehr schön. Gut, man muss jetzt noch ein paar Sachen da checken irgendwie. Da gibt es noch ein EP-System anscheinend. Sehr geil. Kann man die Helden da aufwerten und die können irgendwie noch super krasse Spezialfertigkeiten bekommen. Was ist das da? Seesterze, was soll denn das sein? Was ist das, Gold oder was? All deine Belohnungen, die du in einem Kapitel sammelst, findest du in deinem Rucksack. Mit rechts kannst du einen Blick hineinwerfen, nur wenn ein Kapitel erfolgreich abschließt, werden die Belohnungen in deinem Inventar hinzugefügt. Wenn du besiegt wirst, verlierst du deinen Rucksack und dir bleiben nur die gesammelten XP. Okay. Nach Kämpfen und jedes Mal, wenn sich deine Helden anstrengen, wie beim Hindernis entfernen, sinkt ihre Motivation. Um die aktuelle Motivation deiner Helden zu sehen, öffne ja, den Heldenstatus. Jetzt ist die runtergefallen, oder was? Die hatten eben so 80 rum, ja, ist ein bisschen runtergegangen, ne? Angreifer, Verteidiger, Naturtyp und Unterstützer, oder was? Die verschiedenen Klassen. Ist das so? Keine Ahnung, er ist neutral drauf. Wir müssen zum Lagerfeuer. So, die wohltuende Wärme eines Lagerfeuers kann die Lebensgeister deiner Helden wiederbeleben, ihre Motivation steigern und ist eine gute Gelegenheit für einen Snack. Mit linkem Stick und A kannst du immer nur eine der 3 Optionen pro Lagerfeuer auswählen. Ah, okay, auch noch so eine taktische Variante. Dann würde ich sagen, Teammotivation herstellen, ne?
Die muss wichtig sein. Die müssen gut drauf sein. Ah, hier, wunderbar. Spiel mit dem Feuer. Traumhaft. Dann würde ich sagen, hauen wir den hier auch noch um. Auf geht's. Lauf, Asterix. Krass animiert. Lauf. Bodycheck macht einfach krassen Schaden. Also ab drauf damit. Jetzt ist direkt der Römer dran, oder was? Sehe ich das richtig? Da steht jetzt eine 1. Was ist da los? Keine Ahnung. Der ist da. Achso, danach ist er dran. So, Zug beenden. Jetzt ist der dran. Genau, der kloppt jetzt hier rein. What? Warum greift der alle möglichen Leute an? Finde ich ja gar nicht geil. Schwere Knochen. Was ist das denn? Erhöht die maximale HP und HP und derzeitigen HP um 15 bis zum Ende des Kampfes für jeden aktiven Römer. Erhöhe die maximale HP und derzeitige HP um zusätzliche 3. Das kostet aber 4. Wie soll ich denn 4 auslösen? Oder was brauche ich dafür? Ich mache jetzt einfach mal. Ne, ich darf es machen irgendwie. Das ist eine Abklingzeit wahrscheinlich 4. So, jetzt haben wir da super viel Leben. Und das war's. Ich darf trotzdem... Ich habe noch die Energie, darf trotzdem nichts mehr machen, oder was? Nö, keine Ahnung. Dann machen wir Zug beenden. Wenn ich das so alles richtig verstehe, keine Ahnung. So, hier können wir den Gegner nochmal verletzen. Beziehungsweise hauen dann sein Schild weg irgendwie. Und können noch ein Schild bei uns hier bei Asterix machen. Was aber viel zu schnell wieder weggeht. Was vielleicht in 2 Runden oder so nochmal weg ist. Und dann ist dann ist überhaupt erst der Römer dran oder so irgendwie, wenn ich das verstehe. Oder 2 Zügen. So. Hier, heile 7 HP oder an alle Teammitglieder. Jo, machen wir das mal. Rüstung an alle Teammitglieder. Und dann machen wir den halt noch verletzlich. Was soll's, wenn wir es schon haben. Und beenden den Zug. Geborener Rebell. Verursache 9 Schaden an allen Gegnern. Falls ein Römer das Ziel ist, wende eine Ungenauigkeit an. Der Charakter hat eine 25% Chance zu verfehlen. Jo, gut, dann mach mal. Ist dann wohl auch mit einer Abklingzeit versehen und da ist er kaputt. Alle wie mal abgehen. So, die EP haben wir schon mal sicher. Trank des Lächelns. Erhalte 10 Motivation und nochmal so Kohle, ne? Ja, aber macht doch Spaß. Kommt doch... Was? Nee, nicht erschöpft. Ah, hier ist ein Wendepunkt, oder was? Da darf ich nochmal zurückgehen, oder wie? Ich geh mal dorthin, was da passiert. Ja, da darf ich dann nochmal... Okay, da darf man es dann. Ja, dann gehen wir mal hier aufs Fragezeichen, beziehungsweise den Gegner und machen dann das Fragezeichen. Ja, ich denke, der Ersteindruck ist ja da. Und ich glaube, das könnte Spaß machen, oder? Coole Helden finden, coole Unterstützer, coole Taktik, cool aufbauen, coole Decks aufbauen mit schön Damage und so und dann reinknüppeln oder so. Oder Motivationssteigerung, Rüstung für die ganze Mannschaft, viel länger und so ein Kram. Ja, ich glaube, das könnte Spaß machen. Ich freue mich auf die nächste Runde mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.